Also mein Job, ihr Lieben, als Vertreter der ISSA in Deutschland ist es selbstverständlich, am Schluss sich nochmal zu bedanken bei allen Sponsoren, die mit ihren Geschenken die Preise und mit ihrem Geld das Match finanziert haben, bei allen Schützen, die dabei waren, ohne euch hätte es nicht stattgefunden, beim BDS, dem Dachverband, wo wir im Augenblick die schießsportliche Heimat haben, und beim Verein in Langenau, dem Organisationsteam, auch dem lieben Roger, der jetzt im Augenblick nicht sichtbar ist, der oben die Airsoft-Geschichte die ganze Zeit perfekt abgewickelt hat, mit seinem Team und allen vielen Helfern, die hier mit vor Ort gewesen sind. Vielen herzlichen Dank. Es gibt vier besondere Personen, die ich erwähnen möchte. Das eine ist der tolle Uwe. Auf jeder Leiter war er zu finden. In jedem Werkzeugkasten hat er gekramt. Uwe, meinen Respekt. Den Otto als den meist startenden Schützen können wir zumindest vom Startgeld her gebrauchen. Der Mike als der weit angereisteste linkshändliche Schütze und der Präsident der ISSA. Ich finde es super, dass er wirklich sich auf die Reise gemacht hat, nur für unser Match. Er wollte länger bleiben, hat sich das verkniffen, ist nicht gekommen. Und dann ist es mir auch wichtig, nochmal den Rainer Wilhelm zu erwähnen, der einzige offizielle Vertreter des BDS, der hier bei uns sich die Mühe gemacht hat, nicht nur 800 Kilometer eine Tour zu fahren, um hierher zu kommen, sondern auch mitzuschießen und den Versuch zu machen, den Unfug, den ich mir ausgedacht habe, zu verstehen und zu bewerten. Und es wird eine große Hilfe sein, zu hören, was er als erfahrener IPSC-Schütze dazu sagt. Ich würde dich rein. Rainer, bitten kurz, und wenn es nur eine Minute ist, eine Bewertung abzugeben, was du die Tage erfahren hast. Ich muss sowieso was holen jetzt. Ja, liebe Freunde, erstmal möchte ich mich bedanken beim ganzen Team, bei Michael für die wirklich freundliche Aufnahme, bei Tillmann für die Einladung, die mich genötigt hat, 600 Kilometer zu fahren, nicht abzugeben. Die Chancen. Ich will es auch gar nicht hier in die Länge ziehen, weil wir wollen ja alle nach Hause. Es hat mich beeindruckt, was ich hier gesehen habe. Ich bin schon lange im Schützengewerbe. Die Aufregung, das Shootout, alles was da drumherum ist, das Adrenalin, ist sicherlich eine Sache, die bei uns im BDS ankommt. Wir sind ein Verband für das moderne Schießen, für das dynamische Schießen. Und nicht jeder kann IPSC schießen. Und wir müssen sehen, dass die Leute, die, ich sage mal in Anführungszeichen, Standard schießen, auch eine Heimat finden. Und diese Heimat in allen Facetten, die Tillmann sich in einem sehr umfangreichen Regelwerk hat ausgedacht, schießen können. Das ist eine große Hilfe, weil die Behörden, das wissen wir alle, immer mehr gucken, immer mehr nachprüfen. Und für Leute, die Wettkämpfe letztendlich bestreiten und nachweisen können, neben dem Spaß, den man dabei haben soll, ist das eine ganz wichtige Sache. Deswegen bin ich auch gerne bereit, Tillmann in seinem Ansinnen zu unterstützen, um das beim BDS vorzustellen und zu befürworten. Ich hoffe, dass meine kleine Stimme aus Schleswig-Holstein da was bewirken kann. Vielen Dank. Also ihr habt es selbst in der Hand, als Schützen dem BDS Feedback zu geben und unsere ISSA-Idee zu verwirklichen. In diesem Jahr die Evaluierung, vielleicht in diesem Jahr noch eine Entscheidung darüber, tut was, macht was. Wir brauchen Wettkämpfe und wir brauchen positives Feedback, was beim BDS ankommt. Das nochmal herzlichen Dank, lieber Rainer. So, und jetzt, bevor ich dann hier verschwinde, die beiden
Dankesgaben, die ich gerne überreichen möchte. Das eine ist, lieber Michael, für den Verein. Das soll euch die Möglichkeit geben, wenn ihr das wollt, auf diese drei Wettkämpfe zurückzublicken. Ich fasse das mal so an, dann sind nur deine Fingerabdrücke drauf. Das ist also eine Edelstahlplatte mit einer Lasergravur mit der Dankeserklärung der ISSA für die Durchführung der letzten drei Schulterwettkämpfe. Und du, Mike, trittst bitte nach vorne. Please come here. I don't have to translate that because I address you in English. Over here, boy. Thank you, Mike. Thanks for advice and support. And remind our motto, work sucks. Go shooting. It sure does. Thanks. Okay. Thank you.